Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Tomb Raider. Im letzten Part haben wir uns auf den Weg gemacht hier hoch zur Forschungsstation, wo wir jetzt auch angekommen sind. Allerdings wimmelt es hier auch wieder von Gegnern. Wir haben jetzt die Möglichkeit, da durch die Tür zu gehen und ja, hier ein Lagerfeuer, was allerdings gerade nicht sicher ist. Und ich bin gerade noch so unentschlossen, wo wir jetzt am besten als nächstes lang gehen. Aber ich, gesagt, da ist einer. Okay, ich hoffe, das ist der einzige. Gucken wir mal. Ansonsten geht hier gleich das Geballer los. Aber der ist jetzt hinüber. Da ist noch einer. Okay. Gar nicht so eine schlechte Idee, dass ich gesagt habe, ich erledige die zuerst. Bleib stehen. Was ich so geil finde, ist, dass sie so dumm sind. Dass er das... Nein, nicht runterfallen. Dass er das nicht mitbekommt, dass ich hier seinen Typen gemacht habe. Das... Oh, hier ist alles voller Leichen, ey. Das ist so widerlich. Okay, ja, hätte ich da die Tür aufgemacht, wäre ich wahrscheinlich ins Bodenlose gestürzt. Gut, dass ich es nicht getan habe. Genau, ja. Da wäre ich im Nichts angekommen. Okay, aber dann dürften wir jetzt ja frei sein. Ich mache die jetzt trotzdem mal auf, weil vielleicht ist die für einen Rückweg wichtig. Wir müssen ja nicht durchgehen. Aber dann ist sie auf. Ja, hätte ich es gemacht, hätten sie mich direkt gleich gehört. Vielleicht müssen wir auch nachher hier runter. Aber jetzt werden wir erstmal das Lagerfeuer nutzen. Denn wir haben jetzt eine Kampfschrotflinte. Juhu. Okay, wir haben auch wieder relativ viel Bergungsgut. Ich wollte jetzt ja das Ganze für die Pfeile nutzen. Und wollte hier die durchdringenden Pfeile machen. Nämlich, dass die auch die Panzerung beschlagen können. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dann fehlt uns jetzt hier nur noch das Gegengewicht. Und dann müssen wir hier bei der Schrotflinte können wir jetzt noch den modifizierten Verschluss und das Trommelmagazin machen. Und hier hinten bei der Pistole hatten wir noch den polierten Lauf und das Großraummagazin. Und dann sind wir da auch wieder auf gutem Stand. Wir könnten jetzt von hier aus eine Schnellreise machen, aber ich wüsste nicht wozu. Ja, diesen Geocache da, den würde ich gerne noch bekommen, der hier irgendwo da liegen soll. Da oben war er irgendwo drin und ich kam nicht ran und das hat mich tierisch genervt. Ne, wir gehen lieber da vorne runter. Ich habe Angst, dass ich hier sonst gleich einen Stromschlag kriege. Da hinten ist der. Vielleicht kommen wir da ja so nochmal irgendwie hin. Okay, einmal runter. Können wir den nämlich auch plündern. Oh, es ist echt ein bisschen eklig hier, ne? Hier überall die Toten. Okay, da ist Bergungsgut hinter. Oh, es ist doch echt alles einfach nur widerlich. Kommen wir da nicht? Ne, da kommen wir aber auch nicht durch, ne? Ne. Okay, ich denke, wir müssen das Ding jetzt aufmachen. Das wird wahrscheinlich jetzt gleich mega Krach geben. Ah, doch nicht. Ich dachte, hier wären Gegner tatsächlich. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Ja, aber ich will nicht in die unteren Ebenen. Ich möchte gerne rauf. Lara, können wir bitte rauf? Ich möchte rauf. Bergauf ist mein Thema. Mein Plan ist hoch. Aber hoch scheint nicht gewollt. Okay, was kann ich hier? Bringt man das? Kann ich da raufhauen? Was passiert, wenn ich da raufhaue? Was passiert, wenn wir darauf drücken? Ich muss einen Weg nach unten finden. Okay. Der Aufzug steckt fest. Ja, traurige Geschichte. Ah, hier ist auch so eine... Ich muss irgendwie da durchkommen. Ja. Ja, ich muss auch irgendwie da oben durchkommen. Kann ich da so rauflatschen? Das geht tatsächlich. Huch! Ich möchte da lieber doch nicht rauflatschen. Das könnte kaputt gehen. Okay. Dann lösen wir den Aufzug. Sehr cool. Okay. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, richtig. Den Aufzug nur in der Wucht nach unten befördern. Ja, okay. Größere Wucht. Aber vielleicht können wir das Ganze jetzt erstmal nutzen, um hier weiterzukommen.
Also ich denke, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Kann ich von hier die Tür öffnen? Ja, perfekt. Sehr gut. Okay. Na, los, los, los. Gut, dann haben wir die Tür schon mal auf. Und dann können wir uns jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter hoch bewegen. Ich denke, dass wir den Fahrstuhl nämlich von hier oben irgendwie... Ja, hier ist nichts da. Da ist ein Dokument. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Sorry, ich muss kurz ein Stück Schokolade aufessen. Ich brauche gerade mal ein bisschen Zucker. Unbekannt. Geheimnisvolle Befehle. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Zeit, diese Frage zu klären. Okay. Gut, dann... Geocache-Geheimnisse. Interessant, interessant. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Ja, da ist immer noch was. Was jetzt da unten irgendwo liegt. Also, dieser eine Geocache da, der macht mich echt noch wahnsinnig. Beziehungsweise die Reliquie. Die Frage ist jetzt... Bringt es mir was, wenn ich... Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen oder muss ich da... Ja, okay, jetzt kann ich den hochnehmen. Aber ich kletter jetzt... Ich muss da nicht die Leiter rauf? Wieso komme ich denn nicht die Leiter rauf? Okay, jetzt komme ich die Leiter rauf. Nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Okay, ja, dann lockern wir jetzt gleich mal drei. Kann ich das von hier aus tun oder muss ich da... gleich mal gucken. Kann ich die von hier lockern? Nee. Da muss ich dann wahrscheinlich... von wo locker ich die dann am besten? Da. Das sieht doch gut aus. Okay. Hier können wir nämlich die noch lockern. Perfekt. Okay. Die muss ich irgendwo anders lockern. Ich denke, dass wir den vielleicht noch einen hochholen müssen. Wir müssen mal gucken, weil da war ja gerade auch noch so eine Aussparung. Ich weiß halt nur nicht, wie wir den dann von hier... Wie kriegen wir den denn hier hoch? Da ist die 4. Wie kommen wir da hin? Können wir da durch? Ne, da kann ich nicht durchklettern. Autschi. Ah, ja, wir nehmen einfach die Treppe. War ja zu einfach, ne? Es wäre zu einfach, wenn ich die Treppe genommen hätte. Wir springen erstmal hier runter. Und dann kann ich nämlich hier das Bergungsgut abfackeln. Das kann ich mir dann nämlich danach abholen. Sehr schön. Okay. Ich muss die anderen Teile lockern. Ja, ich habe es verstanden, Mäuschen. Ich weiß ungefähr, in welche Richtung wir wollen. Okay, die Munition brauche ich immer noch nicht. Die werde ich aber gleich brauchen. Jetzt holen wir den einfach mal hoch. Die Frage ist halt, hätte ich das eine schon weiter unten lockern müssen? Ne, da drüben kann ich das gleich lockern. Ne? So, den Weg habe ich mir jetzt auf jeden Fall schon mal freigeschossen. Das war knapp, das war knapp. Okay, so, jetzt muss ich mal gucken, wie wir da hochkommen. Gar nicht wahrscheinlich, ne? Da ist auf jeden Fall das Teil, wo ich jetzt gleich ran muss. Beziehungsweise, ne, erst hier unten, ne? Genau. Erst hier unten. Dann müssen wir jetzt erst wieder runter. Oh Gott, das ist kompliziert. Ja. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Du erwähntest das. Okay, hier ist das Bergungsgut. Da muss ich nämlich jetzt hier an die Leiter wieder ran, damit ich da oben... Okay. Gut. So. Und dann lockern wir jetzt das hier. Ich weiß nur nicht, wie wir dann weiterkommen. Okay. Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Aber wie? Okay, gut. Dann müssen wir jetzt da runter.
Muss ich jetzt da hoch? Aber er ist ja schon oben im 4. Aber ich komme ja da drüben nicht ran. Aber ich kann jetzt... Ah, okay. Muss ich ihn jetzt wieder in die 3 holen? Damit ich dann... Wahrscheinlich, ne? Dass ich dann da rauf und dann... Ja, wir testen das mal. Weil ich habe mir das jetzt ja nicht umsonst frei gemacht, den Weg wahrscheinlich. Das wäre ja... Also wäre ja Schwachsinn, wenn das jetzt umsonst war. Okay, ich verstehe es nicht. Okay, okay. Bringt mir das was, wenn ich jetzt hier schnell... Ja, wahrscheinlich... Okay, warte mal, wir machen das mal anders. Ich drücke jetzt hier drauf. Lass mich dann hier runterfallen. Ich werde wahrscheinlich dabei sterben. Ja, oder ich sterbe einfach so, weil ich die Wand nicht erkenne. Aber der Weg ist, glaube ich, der richtige. Zu viel drüber nachgedacht und vergessen, die richtigen Tasten zu drücken. Perfekt. Aber das ist der richtige Plan. Muss ich... Daher muss ich das jetzt alles wieder... Naja, ist oben, ne? Oh, jetzt habe ich ihn runtergeholt. Na, herrlich. Dann holen wir ihn jetzt wieder hoch. Ist ja nicht so schlimm. Dann dauert der Weg halt ein bisschen länger, weil er muss ja eh in die 4 hoch. Ja, easy peasy. Klar. Ich laufe ja gerne hier so ein paar Treppen rauf. Ist ja gar kein Thema. Okay, so. Dann holen wir ihn jetzt aber in die 4 hoch. Dann warte ich jetzt aber mit runterspringen ein bisschen. Oh, jetzt... Was ist denn mit ihr? Hä, hat sie sich da gerade festgequetscht oder was? Also, nochmal runterholen. Falsche Taste gedrückt. Okay. Das ist jetzt ein bisschen tricky, da den richtigen Zeitpunkt. Ich bin halt so blöd gesprungen, dass ich wahrscheinlich irgendwie dazwischen geklemmt habe. Okay. So, bist du jetzt unten angekommen? Okay, dann kannst du jetzt mal hochkommen. Autschi, ja. Okay. Und jetzt springt. Ja, so ist doch richtig. Check. Ich mir das, kann ich da noch ganz hoch nehmen. Okay. So, jetzt darüber. Zack. Okay. Ja, auch wenn mir das immer ein bisschen leid tut, dass sie sich da so massiv wehtut, wenn ich sie da runterlasse. Okay. Komm. Los, 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 los. Das letzte Stück. Ja, und jetzt scheppert er, glaube ich, einmal ganz durch. Jo. Ich glaube, das hat funktioniert. Glaubst du? Schön, dass du das glaubst. Ich glaube das ja nicht, aber... Also, es wird ja richtig funktioniert haben. Muss es ja. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das gut ausgeht. Doch, geht. Jetzt können wir hier runter. Okay, dann machen wir uns jetzt hier die Tür auf. Einfach, dass wir die Türen offen haben. Los, 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 los. Okay, ist hier noch irgendwas? Ne, da könnte man nur noch hoch. Ne, dann nehmen wir jetzt noch hier die Bergungskiste mit. Oh. Nein, hier ist niemand. Wieso kann ich denn da nicht? Doch, da kann ich durchschießen, ne? Aber es bringt mir nichts, okay. Ich würde ihn gerne direkt kopfschussmäßig erledigen. Wo ist er denn jetzt hin? Wo bist du? Okay. Als ob sie das jetzt nicht hören würden, aber drauf hier schissen. Okay. Irgendwo wird er hier sein.
wir warten, bis er wieder zurückgeht. Wie weit kommt er? Kommt er überhaupt so weit? Oh, ich wette, wenn ich jetzt vorgehe, kommt er. Da ist er, okay. Wie weit? Nicht so weit. Okay. Er sieht mich anscheinend von hier aus nicht. Okay, das war's für ihn anscheinend. Perfekt. Okay. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Tja, das ist eine gute Frage. Wir haben einen von zwei Helmen gefunden. Und tschüss. Traut sich noch jemand von euch? Nö, ne? Anscheinend nicht. Sehr, sehr schön. Also mich nervt es hier mit diesem ein Geocache oder Relikt oder was auch immer, den ich nicht gefunden habe. Kann ich dich dadurch abschießen? Perfekt. Okay. Totenköpfe. Bäh. Okay. Gut. Da scheint es auf jeden Fall weiterzugehen. Hier kann ich nicht durch. Okay. Da ist Munition. Die ist allerdings voll. Okay. Man muss gleich mal gucken. Aber eigentlich, wenn ich die Munition aufnehmen kann, dann lädt sie eigentlich automatisch nach. Ich denke, wir sind wirklich voll. Das ist die. Ja, da. Da laden wir auch mal nach. Ja, ne, wir sind voll. Okay, gut. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Kann ich hier hoch? Perfekto. Und wir haben die Schatzkarte gefunden. Mega. Der ärgert mich tatsächlich. Den müssen wir uns sonst demnächst nochmal holen. Der nervt mich nämlich gewaltig, dass ich den nicht bekommen habe. Okay. Ja. Aber das werden wir schon noch tun. Okay, so, jetzt will ich aber hier doch nochmal gucken. Der dürfte, müsste ja hier eigentlich irgendwo, der dahinter. Ja, der ist dahinter, da komme ich so wahrscheinlich nicht. Komme ich da von hier aus? Ja, da. Ah, es ist manchmal, hier ist es tatsächlich, hier drin ist es richtig tricky. Der eine, wie gesagt, der ärgert mich gerade bestialisch, dass ich den nicht... Aber egal. Den werde ich mir schon noch holen. Das nützt halt nichts. Krass, ey, das sieht so heftig hier aus. Upsi. Okay, hier ist es. Mhm, okay, hier ist was? Was ist denn S? Das möchte ich... Kann ich das nicht? Das Dokument... Da. Das Dokument liegt da oben. Okay, ich will mich aber erstmal hier unten umgucken. Hier ist Brühe. Hier ist ekelhafte Brühe. Oh, das sieht hier schon wieder so hochkompliziert aus. Wahrscheinlich ist es gar nicht hochkompliziert. Aber vielleicht doch. Ist es jetzt schlau, da direkt hochzulaufen oder ist es schlauer, hier hochzugehen? Ich gehe jetzt erst. Komm hier eh noch nicht hoch. Okay, ich soll hier wahrscheinlich noch nicht hoch. Okay, dann gehen wir jetzt mal straight den Weg hoch, so wie es von uns verlangt wird.
Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Ja, ich glaube, das wird tatsächlich sehr interessant. Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Nein, ich bin hier noch nicht fertig. Ich will hier noch was. Hier ist doch noch irgendwas. Oh. Hier ist irgendwas und hier ist irgendwas. Oh, es ist echt da oben. Okay, ja. Ja, hört auf, diese Kacke. Den habe ich schon wieder nicht gesehen, weil ich mich so auf den einen da konzentriert habe. Habe ich den gar nicht gesehen. Autsch, fick dich doch, komm! Au. Au. Okay, ja, das war kacke. Okay. Ja, ich hätte nicht da unten lang gehen sollen. Das war schon scheiße. Das war richtig scheiße. Okay. So. Ja, euer Todesurteil. Ah, ich glaube, hier bin ich eigentlich ganz gut von der Position her. Okay, und jetzt. Komm hoch. Ich seh dich doch. Ich seh euch alle. Okay, du bist tot. Du bist auch gleich tot. Dich habe ich da. Du bist auch da. Noch einer. Ja, hier ist definitiv die bessere Position dafür, aber den muss ich noch. Ich habe halt wieder keinen Bock, dass die mich hier irgendwie wieder mit irgendwas. Okay, upsi. Okay, und sie ist auch. Ja, und du bist tot.
Okay, das scheint es gewesen zu sein. Dann plündern wir jetzt mal hier. Ich hoffe, dass ihr mir ein bisschen Munition zurückgeben könnt, die ich gerade an euch verschwendet habe. Das wäre nämlich Bombe. Okay. So. Jetzt werde ich hier gleich diesen einverkackten Geocache oder was auch immer das da war, was ich da oben noch hatte. Irgendwas war es, ja. Das möchte ich gerne jetzt holen. Vielleicht konnte ich das vorher einfach nur noch nicht holen. Ich gehe mal gucken. Okay, aber so war auf jeden Fall eine schöne Idee. Das Ganze. Wieso? Nee. Wieso kann ich das denn nicht? Der ist doch hier. Hier. Das finde ich jetzt äußerst merkwürdig. Oder habe ich den einfach schon? Moment. Ach doch, das ist das, was ich schon habe. Das Dokument, das, was wir gerade aus ihm... Kann ich das nicht wieder löschen? Ich müsste doch die... Ach so, kann ich nicht. Okay, ich kann es jetzt nicht rausnehmen. Gut, dann ist es so. Dann kann ich das jetzt halt nicht mehr rausnehmen. Habe ich euch alle geplündert? Nee, dich habe ich noch nicht geplündert. Das wäre jetzt auch schade. Kann ich denn auf irgendwas anderes jetzt das Dingsens ansetzen? Jetzt mit dem Wegpunkt dahin, dann stört er mich nämlich nicht mehr. Sehr gut. So, dich plündern wir jetzt auch noch. Hier müsste ja auch noch einer. Ne, ihr seid alle zerfetzt. Okay. Ist hier sonst noch was, was ich gebrauchen kann? Nope. Okay. Dann gehen wir weiter. Das wird hier noch sehr spannend. Oh, cool. Gar nicht so schlecht. Müssen wir jetzt hoch oder runter? Guck mal, was passiert, wenn ich runtergehe. Wie weit ich da runterkomme. Ja, ich glaube, runter ist nicht so der Plan. Wir nehmen mal lieber den Weg rauf. Rauf sieht bei weitem besser aus. Ja, rauf sieht aus, als wäre das richtiger. Ich denke, rauf ist auch wirklich richtig. Runter hätte ich, glaube ich, echt nicht. Nein, runter hätte ich nicht gewollt. Das wäre verdammt tief runtergegangen. Okay. Wo sind wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, ihr Lieben. Ich habe echt keine Ahnung. Aber die Musik gefällt mir. Wer weiß, wo wir jetzt rauskommen. Ich bin echt gespannt. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Bergungsgut. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Oh nein. Ich muss sofort zurück. Oh nein, sie greifen unsere Freunde an. Das ist doch jetzt mal ein richtig beschissener Zeitpunkt. Okay, ihr Lieben. Aber diesen Zeitpunkt nutzen wir jetzt, um das Ganze hier zum Ende zu bringen. Dieser Part ist nämlich jetzt schon wieder vorbei. Und ja, ich hoffe, dass wir unseren Leuten helfen können und sie retten. Also erst wollen sie uns loswerden und jetzt rufen sie um Hilfe. Das, wie gesagt, werden wir aber erst im nächsten Part machen. Wir werden uns straight auf den Weg zu ihnen begeben und ihnen helfen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Über ein Abo eurerseits würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!